Im Studio begrüße ich jetzt die Journalistin Elisabeth Cadeau. Herzlich willkommen. Guten Abend. Jetzt, wo die Regierung das Rentenpaket beschlossen hat, wie wirkt sich das jetzt aus auf die Proteste, auf die Demonstrationen? Also der Leader von dem Gewerkschaft CGT, das radikale Gewerkschaft, hat schon angekündigt neue Aufstände. Der hat auch angekündigt einen großen Massenprotest am 29. Januar. Es sind aber Aktionen, die auch so spontan organisierte Aktionen wie Blockade von Häfen oder Benzin, große Benzinreserven von Frankreich, solche Sachen, das sind auch insgesamt vielleicht eine Radikalisierung der Proteste, ein bisschen aller Gelbwesten. Wer sind denn die, die jetzt noch demonstrieren, die weiter demonstrieren? Wo sind da die Konfliktlinien? Also es gibt eine Gewerkschaft, der gemäßigte Gewerkschaft, der in einer Verhandlung mit der Regierung die Verhandlungen akzeptiert hat, weil die Regierung diese Rentenalter auf 64 Jahre aus dem Gesetz Vorhaben zurückgenommen hat, also vorübergehend. Aber es gibt viele Leute, die auf die Straße noch gehen, zum Beispiel Lehrer. Die ganze Lehrerschaft ist in Aufruhr, weil inzwischen ist es nicht nur das Thema Rente, was die Leute bewegt, sondern andere soziale Probleme. Und die Lehrerschaft insgesamt hat große Probleme und Vorwürfe gegenüber der Regierung. Und es gibt natürlich viele Leute, die sagen, ich habe 4 Wochen oder mehr Streik gemacht, das hat mir sehr viel Geld gekostet. Ich arbeite wieder bei den Verkehrstransport in Paris oder so weiter. Aber an einem Tag will ich der Regierung doch sagen, ich bin trotzdem gegen diese Reform. Wenn man jetzt aus deutscher Sicht die ganze Sache betrachtet, dann hat man den Eindruck, in Frankreich kann man früher in Ruhestand gehen. In Frankreich ist die Lebensarbeitszeit entsprechend kürzer. Ich glaube sogar, dass die Renten sogar ein bisschen höher sind. Eigentlich fragt man sich, wogegen wehren die sich? Ja, das ist das Problem, dass viele Franzosen, eine Mehrheit, meint, diese Reform brauchen wir gar nicht und die wird uns sozial Rückschritt bringen. In Form von höheren Beiträgen vielleicht und niedrigerer Rente. Das Problem ist, können wir die Rente noch weiter so finanzieren, wie sie ist? Die ist im Durchschnitt, hat ein Franzose tatsächlich mehr Geld als Rentner in der Tasche als ein Deutscher. Die Frage ist, wie lange kann man das finanzieren? Wohl anscheinend ist die Lage nicht so kritisch wie manches oder wie die Regierung es tut. Ja, wenn wir es mal mit Deutschland vergleichen, in Deutschland ist die Lage kritisch und wie ist das finanzierbar in Frankreich? Die Geburtsrate sind höher in Frankreich. Im Moment sind quasi drei aktive Personen bezahlt für einen Rentner. Und 2070 wird 1,5 aktive Personen für einen Rentner bezahlen. Man sieht, das lässt Spielraum. Man braucht vielleicht nicht unbedingt jetzt sofort diese Systemreform zu machen. Das ist zumindest ein Argument der Opposition und das ist ein Argument, das viele Franzosen nachvollziehen. Abgesehen davon ist der Durchschnittsrentenalter in Frankreich immerhin 62 Jahre. Aber warum macht Macron das dann jetzt, wenn alles nicht so schlimm ist? Ja, also da ist die Debatte in Frankreich. Ich habe nicht unbedingt gesagt, es ist nicht so schlimm. Da steht die Debatte. Ne? Macron ist als Reformer in die Wahlkampagne gegangen und ist auch gewählt worden, um Reformen durchzuziehen. Und Macron wollte, und das wollen auch die Mehrheit der Franzosen, dass die 42 Sonderregime vereinheitlichen werden und in die Gesamtkasse gehen. Das schon. Ob diese Systemreform unbedingt, man kommt von einer Trimesterregelung zu einer Punktregelung wie in Deutschland, ob das unbedingt nötig war in dieser Form, die Frage stellt sich. Und vielleicht ist Macron ein bisschen vorgeprescht oder sein Premier, das ist vielleicht die Frage. Wie wirkt sich das jetzt auf Macrons Beliebtheitswerte und auf seine Chancen für eine Wiederwahl aus? Das muss man noch sehen. Also im Moment hat er so ungefähr die gleiche Beliebtheitswerte wie zu Präsidentschaftszeit. Also 24% sind für Macron. Aber man muss sehen, was aus dieser Reform wird und wie die Streiks, die Lähmung und so weiter sich entwickelt in Frankreich. Und wenn er diese Reform nicht durchbringen kann, beziehungsweise sein Premier,
dann ist er gelähmt für den Rest seiner Regierungszeit. Das kann er nicht machen. Wenn er aber diese Reform durchboxt, es kann sein, dass Frankreich wirklich in eine sehr aufständische Situation kommt. Sagt Elisabeth Cadeau. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.